Scheiße, ey. Ah, kann ich kotzen, ey. Da könnte ich kotzen, ey. Ja, für das heutige Projekt habe ich mir ein bisschen Material rausgesucht. Und zwar finden wir das hier. 1, 2, 3, 4 Reststücke. Die nehme ich mir jetzt hier raus. Das habe ich hier teilweise vom Robert. Da sind auch Sachen bei, die ich mir damals gekauft habe beim Holzhändler. Aus denen werden wir uns einen Beistelltisch bauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, woraus die obere Platte entsteht und woraus die Füße. Hier werde ich erstmal eine Kante, die gerade Kante zuschneiden und versuche dann daraus drei Beine rauszusägen. Das sollte meiner Meinung nach klappen. Dafür baue ich mir jetzt erstmal eine einfache Vorrichtung. So, nehmen wir uns hier eine Spanplatte, die eine gerade Kante hat. Dann kann man nämlich hier das draufschrauben, am besten an einer Stelle. Hier ist Splintholz, das werden wir wahrscheinlich sowieso nicht gebrauchen. Schrauben das hier fest. Und die Höhe noch einstellen. Anpeilen. Also ich finde es immer wieder super geil, was aus so einer rauen Oberfläche passiert. Und das jetzt mit dem dicken Hobel. Es gibt natürlich bessere Messer, wo das Bild natürlich viel, viel schöner aussieht. So, da ich jetzt keinen Abrichthobel habe, aber das Ganze abgerichtet werden muss, möchte ich das Ganze jetzt hier einmal fixieren. So, ich habe jetzt hier so einen dünnen Streifen, den ich hier drunter legen kann. Ich lege mal hier das Stück drunter. So, der Heißkleber sollte jetzt heiß genug sein. Ich male lieber etwas mehr. Das hält auf jeden Fall bombenfest. So sieht das jetzt aus und gleich werden wir sehen, wie es ausschaut. Jetzt haben wir hier eine schöne, glatte Oberfläche. Da bewegt sich im Moment auch nichts. Es kippelt nicht, es ist plan. So, jetzt kann ich den dicken Hobel erstmal wegpacken. So, dann nehmen wir uns hier mal ein paar Zwingen. Dann nehmen wir mal alle vier.
verkehrte Seite verleimt. Kann doch nicht wahr sein, ey. Oder? Nein. So. Leicht anziehen. So, die haben wir jetzt auch leicht angezogen und jetzt können wir voll knallen. Schön ordentlich viel Kraft. Also es muss nicht viel Kraft sein, es muss nur dicht sein. Die Fugen müssen dicht sein. Ja, das sieht echt gut aus. So, und dafür haben wir jetzt, für das kleine Stück haben wir jetzt so viele Zwingen genommen. Hätte man natürlich auch einfacher machen können, man hätte auch so eine Leiste quer drüber legen können und mit drei Zwingen festmachen. Also die Leiste würde das Ganze beim Zusammendrücken alles plan halten. Dafür müsste man diese Leiste vielleicht noch abkleben mit Klebeband, damit der Leim nicht an dem Holz haftet. Aber daran habe ich jetzt nicht gedacht, deshalb habe ich jetzt mehrere Zwingen genommen, die man später dann einfach reinigen kann. Das ist jetzt nicht das beste Werkzeug. Ich habe damals für 3 oder 4 Stück, die gab es mal im Set, oder ich habe mir die zusammengestellt, ich bin mir nicht sicher, hatte ich, glaube ich, 200 Euro bezahlt. Ja, ist natürlich jetzt im Gegensatz zu den teuren bzw. zu den guten Hobeln günstig. Aber wenn man auch hier die Messer schärft ordentlich, dann kann man auch damit gut arbeiten. Okay, dann haben wir doch, schauen wir mal, wie die Platte geworden ist. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich gleich nämlich auf Nachtschicht arbeiten gehen muss. Ah, das hier, guck mal, das sieht gut aus. Jetzt mache ich die Platte mal so ein bisschen nass. So, an dem Parallelanschlag bzw. an dem Queranschlag haben wir unsere 75 eingestellt. Ja, wenn wir das jetzt so hinstellen, aus der Mitte heraus, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, ey. Ja, da liegen wir perfekt in der Mitte. Ich werde mir jetzt einfach mal so eine grobe Markierung machen, wo wir die Löcher einsetzen können. So, jetzt habe ich mir mal hier so einen Holzklotz genommen und habe da einen 75 Grad Schnitt reingemacht. Das werde ich mir dann hier als Bohrhilfe nehmen. So.
Scheiße, ey. Ja, das sind mit Sicherheit nicht die Bohrer schuld, sondern ich mache da irgendwas falsch. Jetzt habe ich mir hier so Dübelstücke gemacht, die natürlich zu klein sind. Kann ich kotzen, ey. Da könnte ich kotzen, ey. Ja, dann nehme ich halt den Rundstab. Das ist nämlich Buche. Ich wollte eigentlich Eichedübel nehmen, aber naja, egal. Ich will jetzt nicht so viel Leim nehmen, dass das an den Kanten, Ecken und Kanten rausdrückt. Dann hätten wir das jetzt fertig. Ich gucke mir das mal an. Ha, das passt. Geil. Jetzt ist nur noch die Frage, was machen wir mit den Löchern? Die werden wir jetzt verdübeln. Jetzt ist natürlich das Loch, das Dübelloch etwas größer als die Dübel. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier diese Dübel aufspalten. Die Fasern, die werden aufsteigen. Wenn das nämlich passiert ist, werden wir dann nochmal feinschleifen. So, jetzt schnappen wir uns mal einen Pinsel. Handschuhe. Nimmt am besten hier solche dickeren Handschuhe, beizt auf den Fingern, also da braucht ihr wirklich einige Tage, bis es raus ist, kann ich euch nur empfehlen, nehmt euch dicke Handschuhe, da seid ihr auf der sicheren Seite. Hier habe ich mir schon was beigemischt, Pulverbeize, die gibt es in verschiedenen Farben, 12 Gramm, kann ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das tun wir dann vermischen mit 250 Milliliter Wasser, warmen Wasser, warm oder heiß. Wie ihr wollt. Ich habe da noch von meinem letzten Projekt noch was übrig. Deswegen werde ich den Rest dafür nehmen. Ihr könnt einen Schwamm nehmen. Ich werde einen Pinsel nehmen, weil ich nämlich in die Ecken und Kanten damit besser reinkomme. Und kipp das jetzt direkt auf den Tisch, weil ich nämlich den Behälter dazu nicht finde. So, und jetzt können wir das einfach schön mit dem Pinsel bestreichen. Wie gesagt, damit ihr am Ende eine schöne glatte Oberfläche bekommt, müsst ihr das Ganze vorher nass machen, also anfeuchten, glatt schleifen. Dann wird es nachher beim Auftragen der Beize bzw. das Wasser- und Beizpulvergemisch, werden die Fasern sich nicht mehr aufstellen und dann bleibt es glatt. Jetzt kann es weitergehen mit dem Hartwachsöl. Dazu nehme ich mir einen neuen Pinsel und trage das jetzt schön auf die gebeizte Fläche.
Und immer wieder gucken, dass da keine trockene Stelle zu sehen ist. Und dann wischen wir das Ganze ab. Beim Abwischen tun wir ja somit auch das Öl nochmal schön einmassieren. Ich finde es immer wieder erstaunlich oder ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass man mal zack in die Werkstatt gehen kann und aus Resten sich ein Möbelstück bauen kann. Ein Beistelltisch für meinen Sessel, um dort ja, beim Buchlesen oder beim Zocken einfach mal sein Getränk abstellen kann. Passend zu den anderen Möbeln, die ich in meinem Arbeitszimmer habe. Mein Schreibtisch hatte ich ja auch vor kurzem genauso auf diese Art und Weise gebeizt, auch mit Hartwachsöl behandelt. Wirklich super geworden und ich kann nur sagen, Leute, vielleicht ist Schwarz zwar nicht euer Farbton, aber da gibt es ja sicherlich noch andere Farbtöne. Probiert es einfach mal aus. Ich darf Danke sagen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das gefällt mir ganz gut.